Hallo, ihr Lieben da draußen, hier ist die Toni mit einer Legung für euch. Vielen, vielen lieben Dank für eure Mitgliedschaft bei mir, für eure Daumen hoch, für die Abos, die ganz lieben Kommentare und E-Mails und Wertschätzung, die ich von euch erhalte. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Ich hoffe wirklich, es geht euch allen gut da draußen. Wir machen ja heute mal eine Legung, ein bisschen so offen wie ein Gespräch, ne? Ich möchte hier gerne schauen, wir nehmen dieses Deck, ich liebe es. Ja, ich liebe alle meine Kartendecks, da sind alles so ein bisschen meine Babys. Aber ja, gut. Und zwar werde ich hier jetzt zuerst mal schauen, was geht denn eigentlich in dir vor? Ja, wir lassen uns einfach mal so reinfallen, ja. Was geht in dir vor momentan? Ich werde fragen, was geht in deinem Gegenüber vor? Und ich werde auch fragen, was geht in der Person vor, die zwischen euch steht? Ich stelle mir das sehr interessant vor. Wir gehen einfach mal rein, okay? Lehnt euch mal zurück, ne? Wir lassen uns einfach mal hier reinfallen in dieses Thema. Es ist mir heute einfach so... Ups! Na, das war ja ganz super, ha? Huh? Ah, hier will sich also schon jemand sperren. Die nehmen wir jetzt mal. Wen haben wir denn hier? Oh, der König der Münzen ist herausgefallen. Möchte sich hier vielleicht nicht in die Karten schauen lassen? Könnte schon sein, ne? Aber wir schauen trotzdem. Ihr möchtet lieber so gemischt werden. Alles klar? Dann machen wir das doch. Schauen wir mal rein. Als allererstes bitte, was ist denn hier bei meinen lieben Zuschauern gerade so los im Leben? Was dürfen wir wissen? Oh, die drei der Kelche. Es sieht so aus, als ob es dir eigentlich gut geht. Ich sag mal, wirklich gut geht. Vielleicht warst du auf einer Feier oder planst eine Feier. Du bist dir auf jeden Fall gut aufgehoben. Du fühlst dich wohl in deiner Umgebung einfach. Du hast Menschen um dich herum, die dich glücklich machen, bei denen du dich wohlfühlst, bei denen du dich nicht verstellen musst, ne? Das ist mal eine ganz schöne Energie. Vielleicht habt ihr auch wirklich ein Trinklage. Was haben wir noch? Oh, es gibt also einen Feuerkönig in deiner Umgebung, mit dem du dich hier wohlfühlst. Vielleicht hast du auf einer Feier einen Feuerkönig kennengelernt, also ein Feuerzeichen, ne? Schütze, Löwe, Widder könnte sein, mit dem du dich hier unheimlich wohlfühlst. Aha. Und du hast auch vor, mit dieser Person hier weiterzugehen. Wir haben hier den Wagen. Es gibt natürlich jetzt hier auch mehrere Möglichkeiten, ne? Es kann zum einen sein, dass du diese Person auf einer Reise kennengelernt hast. Es kann sein, dass mit dieser Person eine Reise geplant ist, ja, oder eine Weiterbildung, eine Veranstaltung, vielleicht auch in beruflicher Hinsicht hier mit einem Lieblingskollegen, mit dem du dich hier ganz gut verstehst. Vielleicht hier, ja, hier ist irgendwas geplant, was vielleicht mit einer Reise zu tun hat. Vielleicht müsst ihr irgendwo hinfahren zu einer Konferenz, zu einer Ausstellung, zu einer Weiterbildung, zu irgendeinem Event, ja. Das könnte sein. Es kann sich auch einfach nur um einen Urlaub handeln. Ja, es kann sich hier auch um eine Person handeln, die reisen muss, um sich mit dir zu treffen. Ja, auf alle Fälle ist es ein sehr, sehr leidenschaftlicher Mensch, sehr ansehnlich und anziehend auch. Ne? Dem oder ihr schaut das Feuer schon aus den Augen heraus. Mhm. Also bei dir gibt es hier eine Person, ein Feuerzeichen, mit dem du dich hier recht, recht wohl fühlst, was vielleicht jetzt auf dich zukommt, ja, oder bereits in deiner Umgebung ist. Ganz spannend. Ich würde jetzt gern schauen, was ist denn hier beim Gegenüber momentan so der Fall? Das sind deine Karten. Zeig mir mal bitte das Gegenüber. Also das sind die Karten hier für dich. Na? So, drei Karten fürs Gegenüber bitte. Was ist denn da so gerade Thema? Was haben wir da? Die Acht der Münzen. Hier steckt jemand in der Arbeit. Jemand lernt vielleicht viel, ja, arbeitet hart. Oh,
Und dein Gegenüber, ja, er verarbeitet hier vielleicht auch einen Herzschmerz, der ihm zugefügt wurde von einer Königin der Schwerter. Also das sieht so aus, als ob dein Gegenüber hier so ein kleines bisschen im Liebeskummer steckt und sich hier vielleicht auch mit der Arbeit ablenkt momentan, ne? Hier so ein bisschen versucht, aus diesem Kummer herauszukommen. Ja, es kann auch sein, dass hier auf der Arbeit mit einer Vorgesetzten etwas vorgefallen ist, ja, was ihn hier ja in Kummer gebracht hat. Ne? Er verarbeitet hier etwas oder er möchte an etwas arbeiten. Das hat was hier ja mit Schmerz zu tun. Ja, was hier liegt. Also eben die Königin des Schwertes kann eine Ex-Frau sein, eine Mutter natürlich auch, ne, eine Beraterin. Ja, ein Vorgesetzte, etwas in der Art liegt hier bei deinem Gegenüber. Unterm Deck die zwei der Stäbe. Was hast du denn eigentlich hier unterm Deck? Bei dir haben wir den Teufel. Uiuiui, hier geht es aber heiß her mit dem König des Feuers. Das sieht mir fast aus, als ob hier eine Affäre bei dir, also eine leidenschaftliche Verbindung bei dir liegt. Na, hier geht's also wirklich, ja, ja. Ja, ja. Mit dem Ritter der Kelche noch darunter. Ne? Also das ist mein erstes Gefühl und das ist auch so. Ja, dein Gegenüber hat hier irgendetwas zu verdauen. Ja, ihm wurde hier offensichtlich wehgetan. Was nehmen wir denn jetzt für die dritte Person in dieser Verbindung, die womöglich hier eure Verbindung ein bisschen stört? Welche Karten nehme ich da? Wir nehmen mal die. Moment, da, wir nehmen diese hier, ist gleich rausgefallen, ja, die neun der Stäbe, Kampf, müde vom Kämpfen, zeigt mir bitte mal die dritte Person hier in dieser Verbindung, was ist denn da los, die dritte Person hier. Das könnte ein Mann sein. Zwei Möglichkeiten. Moment, eine Karte brauche ich noch bitte. Eine Karte noch. Die nehmen wir. Ja. Uiuiui. Ui, ui. Ja, die drei der Stäbe. Also. Die dritte Person in dieser Verbindung hier, ne, das könnte erstens ein Feuerzeichen sein, ja, könnte ein männliches Feuerzeichen sein, ja, hier ist jemand nicht bereit, eine Verantwortung zu übernehmen, ja, hier ist jemand nicht bereit, eine Verantwortung vielleicht für eine, ja, Affäre, für eine kleine Liebschaft zu übernehmen, ja. Das ist mal die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, dass hier jemand, der Herrscher, hier möchte jemand etwas kontrollieren. Unbedingt kontrollieren. Hier kontrolliert jemand seine Gedanken, um hier keine Handlung in deine oder seine oder ihre Richtung auszuführen. Es kommt jetzt darauf an, ist diese Person eine Person, die neben oder im Umfeld deines Gegenübers ist oder eine Person, die in deinem Umfeld ist. Ne? Es ist einfach eine dritte Person und das wird ja von jedem von euch, bei jedem von euch anders sein. Ne? Aber hier liegt ein Feuerzeichen eventuell. Ne? Jemand, der etwas kontrollieren will. Hier versucht jemand, seine Gedanken zu kontrollieren. Hier möchte jemand keine Verantwortung für ein Handeln übernehmen. Ja? Das ist das, was mir hier ganz klar reinkommt. Ja. Jetzt gehen wir da mal weiter rein. Ich schlage vor, wir legen jetzt einfach mal auf jeden Stapel noch eine Orakelkarte. Also dein Gegenüber ist hier offensichtlich dabei, hier irgendeine, ja, einen Herzschmerz zu verarbeiten. Ne? Hier hat ihm jemand vielleicht etwas sehr harsch gesagt, was ihm oder sie wirklich sehr verletzt hat, ne? Und er will sich hier ein bisschen ablenken, entweder mit der Arbeit, ja, oder generell erst viel am Tun, ja, vielleicht auch jemand, der noch im Studium ist, ja,
Bei dir liegt hier ganz klar ein Hottie, sag ich mal, ja. Die Möglichkeit hier auf, ja, auf ein feuriges Ereignis mit einer Person, die womöglich Feuer in der Chart hat, ja. Es geht hier vielleicht auch um ein Fest, um ein Treffen, um eine Reise, ja. Vielleicht auf einer Reise, auf einem Fest wirst du hier einer Person begegnen, ja, mit der es hier möglich ist, mal eine schnelle, sehr, sehr feurige Zeit zu verbringen, ne? Und dann hier die dritte Person, die entweder zu dir gehört oder zu deinem Gegenüber, möchte hier keine Verantwortung für ein Handeln übernehmen, ja. Vielleicht ist das hier auch dieser Mensch, der dein Gegenüber hier so ein bisschen verletzt hat. Bitte eine Karte für die Zuschauer mal. Was haben wir denn bei dir? Ja, die Party. Ich sag's ja, die drei der Kelche hier mit dem Feuerkönig. Die nächste Feier, die nächste Party, das nächste Treffen bei dir. Achte mal drauf. Dort gibt es jemanden, den findest du sofort extremst anziehend mit dem Teufel hier. Und auch, ja, ja, du wirst hier Spaß haben. Dir geht's gut. Ja, du kann sein, dass du ein glücklicher Single auch bist. Du lebst hier im Moment. Und das wirst du auch tun, wenn du diese Person hier kennenlernst. Ja, wenn dir diese Person hier über den Weg läuft, lebst du im Moment. Das heißt, du denkst auch nicht mehr an ihn oder sie oder wie auch immer, ne? Du hast hier Spaß in naher Zukunft. Sehr, sehr viel Spaß. Bitte eine Karte fürs Gegenüber. Ja, hier haben wir den Seelenverwandten, Soulmate, ja. Eine tiefe Seelenverbindung, ein Seelenvertrag, Lebenspartner haben wir hier noch. Ihm wird hier das Herz so ein bisschen gebrochen. Ne? Es sind zwei Karten herausgefallen. Oh, ja, und er sollte hier gesunde Entscheidungen für sich treffen, nämlich Selbstliebe, auf sich selbst schauen, ja, glücklicher Leben, einfach das Leben lieben. Und dann, also hier ist jemand im Mangel, ne? Dann kann hier auch wieder was passieren. Aber hier hat jemand zu heilen, auch mit den drei der Schwertern. Das ist eine Karte der Heilung, ne? Aber das ist hier ein Seelenpartner von dir. Ein Mensch, der mit dir auf Seelenebene verbunden ist, ne? So, dann bitte mal hier die dritte Person. Wer ist das? Oh, The Butterfly. Hier geht es um Wachstum und eine nächste Phase. Hier muss jemand ein inneres Kind-Thema handeln. Ich sage ja, hier möchte jemand für sein Handeln oder ihr Handeln keine Verantwortung übernehmen. Hier muss jemand sein inneres Kind heilen und die Vergangenheit hier loslassen. Hier ist jemand, der heilen muss. Hier ist jemand, der heilen muss. Und du bist hier in Partystimmung. Ja, du hast ganz wunderbare Karten, ja. Und für euch alle geht es einfach darum, hier weiterzugehen. Ja, Seile zu kappen. Einfach mal was Neues sich zu trauen, ja. Und das zu erhalten, was du eigentlich brauchst und verdienst. Und das ist ein Umfeld, in dem Menschen sind, die du zu schätzen weißt, die dich zu schätzen wissen. Es sind Feiern, es ist Spaß haben, es ist ins Kino gehen. Ja, mal ein Trinken gehen mit deinen Freunden. Und währenddessen liegt da schon jemand bereit für dich für ein sehr, sehr heißes Abenteuer. Meine Lieben, ich freue mich über jedes Abo, über jeden Daumen hoch und über eure lieben Kommentare. Ein energetisches Drückerchen wie immer. Ja, bis morgen, ihr Lieben.